Jo, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Season 6 ist endlich gestartet. Einige von euch werden sie bereits gemacht haben, andere warten ein, zwei Wochen lang. Die Rede ist von den Placement Games. 10 Stück und wahrscheinlich haben der ein oder andere auch sehr, sehr große Bedenken, die wann genau zu machen und warum. Wir werden heute über den Start von Season 6 ein paar Änderungen, über die Placement Games, über den Soft-Elo-Reset und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten, aber auch Annehmlichkeiten sprechen. Außerdem ist Thema das neue Ranked-System bzw. das neue Pick-System. Viel Spaß! Season 6. 2,5 Monate lang musste jeder von uns warten. Jetzt kann jeder endlich wieder ins Ranked starten und sich die Belohnung für dieses Jahr hartnäckig verdienen. Doch, was hat das Ganze eigentlich mit Season 6 auf sich? Was hat sich so in den letzten Tagen verändert? Und vor allen Dingen, was muss ich bei den Placement Games beachten? Vieles wurde ja in der Preseason schon komplett ummodelliert. Ein neues Pick-System ist jetzt rausgekommen mit dem letzten Patch. Die ADCs wurden überarbeitet. Ein, zwei neue Champions sind sogar rausgekommen. Und mit Jhin erwartet uns nächste Woche wahrscheinlich sogar der nächste Champion. Wir fangen wahrscheinlich am besten da an, wo für die meisten auch Season 6 anfängt. Das ist nämlich bei den Placement Games. Momentan überträgt ja so jeder zweite Streamer seine Placement Games live auf Twitch. Und da kommen auch einige Fragen auch auf mich zu, in denen gefragt wird, was sind denn eigentlich die Placement Games? Wie werde ich ungefähr eingerankt werden? Was muss ich alles beachten? Welche generellen Tipps gibt es da? Dazu möchte ich euch erst einmal sagen, es gab jetzt einen sogenannten Soft-Elo-Reset. Es gibt zwei verschiedene Arten von Resets, das sind einmal der Soft-Elo-Reset und einmal der Hard-Elo-Reset. Dieser Hard-Elo-Reset ist, dass eure komplette, auch die Hidden MMR, komplett zurückgesetzt wurde und dass jeder League of Legends Spieler wieder gleich behandelt wurde. Das gab es aber nur bisher nur einmal überhaupt in der League of Legends Geschichte. Das war nämlich zu Start von Season 4, als komplett die Elo zurückgesetzt wurde und quasi die Bronze-Spieler genauso behandelt wurden wie die Master- oder Challenger-Spieler. Das gibt es dieses Jahr aber nicht. Dieses Jahr gibt es einen sogenannten Soft-Elo-Reset. Dieser findet normalerweise jedes Jahr statt. Das heißt, eure Elo, das heißt, eure ganzen Platzierungen im Team und in der Solo-Queue werden zurückgesetzt. Und ihr werdet in den Placements mit den Leuten gematcht, die mit eurer Hidden MMR übereinstimmen. Das heißt, ihr seid vielleicht komplett geboostet worden, habt einen super Masterfreund, der euch auf Platin oder Diamond gezogen habt, werdet jetzt aber, obwohl ihr da eingerankt wart in der letzten Season, wieder mit Silber- oder Gold-Leuten gematcht. Andererseits kann es auch sein, dass ihr eigentlich eine Hidden MMR habt, die viel, viel höher als Silber oder Bronze war, in der ihr in der letzten Season gespielt habt. Deswegen könnte es sein, dass ihr in diesen Placement Games mit Leuten mit einer Hidden MMR von Platin und Diamond zusammengepackt werden kann. Das kann also positive als auch negative Folgen haben. Dennoch sagt League of Legends es sich, wird diese Hidden MMR ein wenig bei jedem Spieler zurückgesetzt. Das heißt, wenn ihr eine Hidden MMR von beispielsweise 1300 bzw. Silber 1 habt, wird diese Hidden MMR jetzt ungefähr auf Silber 3 zurückgepackt, damit ihr wieder eure Sporen neu verdienen müsst. Das ist natürlich relativ cool, weil ihr dann verhältnismäßig schnell climben könnt, wenn ihr dann eingerankt wurdet. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen nervig, besonders für die Leute, die Platin 5, Gold 5, Silber 5 oder Diamond 5 waren, weil die natürlich wieder diesen Schritt von einer Division, von einer Elo in die nächste Division, in eine andere Elo packen müssen. So, jetzt werden sich viele Diamond-Spieler natürlich fragen, ich war jetzt Diamond 1. Werde ich jetzt also nach dem Placement Games, nach den 10 Stück, ich habe 9 Stück davon gewonnen und werde jetzt in Platin 1 gerankt. Warum? Eine komplette Elo runter. Für die High-Elo-Spieler ist es so, dass ihr nicht höher als Platin 1 gerankt werden könnt. Und da kommt auch gleich ein Problem für die Leute zu, die im Platin, im hohen Platin-Bereich normalerweise unterwegs sind. Aber dazu gleich später mehr. Also das heißt, egal ob ihr Challenger, Master oder Diamond seid, ihr werdet immer in Platin 1 gerankt werden. Wenn nicht niedriger, höchstens in Platin 1. Seid ihr hoch, das heißt ihr seid Diamond 5 oder Platin 1 immer gewesen, werdet ihr wahrscheinlich in den ersten 1-2 Wochen immer mal wieder mit Mastern und Challengern zusammenspielen. Es gab jetzt gerade ein cooles Video, was ich heute gesehen habe.
Da hat SKT1, also die derzeit amtierenden Weltmeister, haben sich so eingerankt gespielt und wurden dann mit irgendwelchen Gold-Platin-Bobs zusammen gematcht. Und das war ein reinstes Massaker. Sehr, sehr witzig anzusehen. Aber natürlich auch problematisch. Kann ich auch absolut verstehen, dass das nicht so toll ist. Anderes Beispiel ist zum Beispiel, das ist anderes Beispiel ist zum Beispiel, dass mir ein Kumpel heute gesagt hatte, aus einer niedrigen Elo, ein Freund von ihm, der normalerweise, ich glaube, Silber 4 war es, gespielt hat, wurde jetzt in Bronze 5 oder Bronze 4 oder sowas eingerankt nach den Placement Games, obwohl er 8 Stück gewonnen hat. Jetzt werdet ihr euch fragen, uch, das ist aber echt heftig. Das halt wieder mit dieser Hidden MMR zu tun, das heißt, eure Hidden MMR ist niedrig, werdet ihr also so niedrig eingestuft. Macht euch also nicht so viele Sorgen, auch wenn ihr öfters mal Spiele verlieren solltet. Das System erkennt selbstverständlich, wie gut ihr persönlich gespielt habt. Das heißt, ihr habt unten den ADC gespielt mit 11-3, euer Team hat aber auf allen anderen Lanes verkackt. Ist nicht so schlimm, da zu verlieren, wie zum Beispiel, wenn ihr gewinnt, aber 0-11 gespielt habt als Midlaner. Kann natürlich auch sein. Das Wichtigste bei den Placement Games ist aber wahrscheinlich der Tipp, nicht zu tilten, nicht salty zu werden, denn es kann immer mal wieder passieren. Ihr werdet am Anfang von den Placement Matches wahrscheinlich auch auf Gegner treffen, die weit über eurer Elo sind. Es können immer wieder Leute dabei sein, die Diamond sind. Was mache ich also, um die Placements zu gewinnen? So böse es auch ist, schnappt euch wahrscheinlich die Lane, wo ihr wisst, die feedet rein vom Gegner. Und wenn es ein Bronzespieler ist, ihr gankt den down, ihr macht den kaputt wie sonst was und feedet euch an diesem hoch. Ja, das klingt zwar sehr, sehr fies, aber es ist so eine kleine Möglichkeit für euch, relativ gut in den Placement-Matches abzuschneiden. Dafür muss man auch ein gewisses Auge haben, wer gerade scheiße ist, wer gerade gut ist, aber das ist so ein genereller Tipp. Und wenn ihr mal drei hintereinander verliert von den Placement-Matches, zieht ihr nicht auf einmal durch. Ihr habt 10 Spiele Zeit, ihr habt das ganze Jahr dafür Zeit quasi. Ja, macht es, guckt, wo ihr eingerankt werdet. Und schaut dann, dass ihr euch hocharbeitet. Ob positiv oder negativ, ihr absteigt oder aufsteigt, sei jetzt mal dahingestellt. Am Ende wissen wir doch alle, wenn man viel spielt, dann ist man zum Endeffekt selber schuld, wenn man in der Elo ist, in der man ist. Aber ihr schafft das schon. Ich bin da sehr, sehr guter Dinge, weil ihr schaut dieses Video ja. Ihr habt ja alle wichtigen Tipps. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das war natürlich nur ein sehr, sehr kurzes Video. Ich werde diese Woche übrigens komplett durchstreamen, eigentlich fast täglich. Der Twitch-Link, ich twitche jetzt, bin jetzt Gangster, der ist unten in der Videobeschreibung. Schaut doch mal einfach vorbei. Ich bin ab heute wieder ab 18 Uhr wahrscheinlich online und da werden selbstverständlich auch ein paar Viewer-Games gezockt. Ich hoffe, das hier hat euch so ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, kommentiert oder abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Wir sehen uns heute Abend im Stream. Euer Buddy, haut da rein.